Im heutigen Video möchte ich einmal meine 5 Lieblingsrestaurants hier in Hurghada vorstellen, die ich regelmäßig besuche. Es gibt natürlich zig gute Restaurants hier, das sind jetzt lediglich meine Lieblinge über die Zeit geworden. Mit dem einen oder anderen Zuschauer habe ich mich auch in der Vergangenheit schon dort getroffen und das Feedback war bisher durchweg positiv. Ihr könnt auch gerne mal eure Lieblingsrestaurants in die Kommentare schreiben und vielleicht kennt ja der eine oder andere von euch die folgenden Restaurants auch und kann sein Feedback für die nachfolgenden Leute in den Kommentaren dalassen. Am Ende bleibt alles natürlich eine Frage des eigenen Geschmacks. Als erstes möchte ich euch das Bianco vorstellen. Das Restaurant befindet sich in der Außenanlage von der Sense Mall. Wer die Sense Mall nicht kennt, das ist das größte Einkaufszentrum hier in Hurghada mit allerlei Geschäften drin, von Supermarkt über Modemarken bis hin zu Restaurants findet man dort auf einem Fleck wirklich alles. Gerade unter Deutschen ist die Sense Mall hier eine Art kleines Zentrum, wo man sich immer wieder trifft. Und dort gibt es im Außenbereich eben auch Restaurants und eins davon ist das Bianco. Das Restaurant verfügt über 2 Etagen inklusive einer großen Terrasse. Die Speisekarte ist dabei sehr gemischt, also ich würde sagen international. Es gibt ein paar typisch ägyptische oder orientalische Sachen, wie zum Beispiel Kamelsteak, aber auch vieles internationales, wie zum Beispiel Pizza und Burger. Von der Karte selbst habe ich gefühlt das meiste schon probiert, einfach weil ich in dem einen Jahr im Elf Leila Velela Hotel alle 2-3 Tage mal in der Sense Mall war und dann kommen mit der Zeit halt schon ein paar Besuche zusammen. Und auch heute fahre ich noch mindestens einmal die Woche in die Sense Mall, also ich würde behaupten, ich kann das schon ganz gut einschätzen, auch wenn ich dann natürlich nicht jeden Tag dann essen gehe. Wenn ich dann dort bin, bestelle ich oft Chicken Pana, also sprich paniertes Hähnchenschnitzel mit Pommes, Chicken Curry oder auch Kindermenüs wie zum Beispiel Mini Burger oder Chicken Fingers. Eine Zeit lang war ich da wirklich oft und habe in Anführungszeichen im Winter dort auch oft auf der Terrasse gearbeitet. Jetzt bei den aktuellen Temperaturen ist das leider oder zum Glück, je nachdem wie man es sieht, nicht mehr möglich, da man in der prallen Sonne nach ein paar Minuten anfängt zu schwitzen und auch gefühlt unkonzentriert wird. In der Winterzeit waren gerade die Mini-Menüs perfekt, weil man danach halt nicht so müde und träge wurde. Was ich gerade auch immer mal wieder mache, bevor ich von der Sense Mall nach Hause, also nach Makati fahre, mir eine Pizza dort zu bestellen und dann nehme ich die halt mit und esse die abends entweder kalt oder schiebe die halt nochmal kurz in den Ofen. Die Pizzen dort sind auch wirklich super, vor allen Dingen für Leute, die viel Käse mögen. Beim Nachtisch, muss ich zugeben, habe ich noch nicht so viel ausprobiert. Da bleibe ich meistens dann einfach beim Eis oder Cheesecake hängen, also Käsekuchen. Ansonsten gibt es auch allerlei Getränke dort, von den typischen Softdrinks über Kaffee, Tee, frische Säfte bis hin zu Cocktails ist alles dabei. Und auch eine Shisha kann man dort rauchen, wenn man möchte. Preisig ist das Restaurant hier im oberen Mittelfeld, für uns Europäer ist es allerdings verhältnismäßig günstig. Mit ca. 7 bis 9 Euro für ein Hauptgericht, 3 Euro für einen Kinderteller oder 2 Euro für frisch gepresste Säfte können wir uns da nicht beschweren. Die Speisekarte habe ich euch im Hintergrund auch eingeblendet, also ihr könnt alle Preise 1:1 in den aktuellen Eurokurs umrechnen. Aktuell könnt ihr die Preise auf der Karte einfach durch 33,5 teilen, dann habt ihr den Preis in Euro. Ansonsten könnt ihr hier vor Ort in ägyptische Pfund, Euro oder Dollar bezahlen, wobei ich ersteres empfehlen würde, weil es am günstigsten ist. Wenn ihr mit Karte bezahlen wollt, geht das per Visa oder Mastercard allerdings auch. Aktuell ist das Restaurant bis 1 Uhr nachts geöffnet, nach dem Zuckerfest wird es allerdings nur noch bis Mitternacht geöffnet sein und dann in der Hauptsaison wird es wieder losgehen, dass es bis 1 Uhr nachts geöffnet ist. Aber ein genaues Datum, wann der Switch von 12 bis 1 Uhr kommt, gibt es nicht. Ja, das war es jetzt zum Bianco. Als nächstes möchte ich euch The Greek vorstellen. Das griechische Restaurant befindet sich im Hafengelände von Hurghada, relativ zentral. Anders als in Deutschland gibt es hier allerdings kein Schweinefleisch. Das sollte eigentlich klar sein, aber ich erwähne es halt trotzdem nochmal. Ich habe es ja schon in zahlreichen Videos gesagt, dass der Hafen meiner Meinung nach immer ein Ausflug wert ist, gerade wenn man noch nie hier war. Es gibt zahlreiche Restaurants, die abends zu Bars werden und es ist einfach schön, das Treiben im Hafen zu beobachten. Gerade mittags, wenn die meisten Schiffe noch auf dem Meer sind, ist es schön zu sehen, wie sie alle gegen 3, 4, 5 Uhr zurück in den Hafen kommen und auch am frühen Abend kann man hier super sitzen, wenn die Sonne langsam verschwindet. Das Restaurant selbst gibt einem auch so ein bisschen Griechenland-Gefühle, gerade was die Einrichtung oder auch die Karte angeht. Ich mag es einfach, wenn die Leute sich ein stimmiges Konzept überlegen. Gerade hier in Hurghada oder auch generell in Ägypten ist das eher noch so die Ausnahme, würde ich sagen. Wenn ich dort bin, dann bestelle ich mir eigentlich immer, also zu 90% Gyros oder Beef Souvlaki. Also das ist ja auch der Grund, warum ich dann extra zu einem Griechen hingehe. Die Frage ist dann meistens nur, ob ich einen griechischen Salat oder Feta-Käse als Vorspeise bestelle oder eben nicht. Also das mache ich halt abhängig, je nachdem wie hungrig ich halt letztendlich bin. Ich war allerdings inzwischen auch ein paar Mal mit Freunden da und habe dort die verschiedenen Fischgerichte vom Teller der anderen so ein bisschen probiert und auch die sind wirklich top. Preislich zählt das Restaurant, wie auch eigentlich alle am Hafen, zu den teuersten hier in Hurghada. Also es ist fast egal, wo ihr sonst hingeht. Im Vergleich zu hier seid ihr immer günstiger. Man bezahlt halt für die Atmosphäre und den Ausblick auf jeden Fall mit. Im Schnitt könnt ihr hier mit 10 bis 12 Euro je Hauptgericht rechnen. Fischgerichte sind dann nochmal ein bisschen teurer. Die Karte blende ich euch aber auch ein, dann könnt ihr alle Preise selbst nachschauen.
Was ich nicht ganz so toll finde, was aber auch nichts mit dem Essen zu tun hat, ist, dass die Preise ohne Steuer ausgewiesen sind. Also auf alle Preise kommt am Ende nochmal 14% Steuer obendrauf. Eigentlich müssten die Restaurantbesitzer das ausweisen, also ob die Preise halt inklusive oder exklusive Steuern sind. Aber was halt hier im Gesetz steht und was tatsächlich umgesetzt wird, sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ihr bekommt dann am Ende eine Rechnung, wo dann die Steuer nochmal extra ausgewiesen ist und obendrauf kommt. Wenn man das allerdings vorher nicht weiß, dann ist man in meinen Augen auch zu Recht etwas genervt davon. Gerade wenn man mit 4, 5 Leuten oder als Familie essen geht, dann kommt da ja schon ein bisschen was zusammen. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Ansonsten kann man aktuell auch seine Rechnung um 10% reduzieren, wenn man das Restaurant auf TripAdvisor weiterempfiehlt bzw. halt bewertet. Dann hat man die Steuer auch fast wieder drin. Ich habe da allerdings keinen Account bzw. die Anmeldedaten halt vergessen und mir war es dann auch zu blöd, extra einen neuen Account zu machen, nur um in meinem Fall dann 1 Euro zu sparen. Wie gesagt, bei größeren Gruppen lohnt sich das aber schon. Nicht weit vom Hafen entfernt, auf der Sheraton Road, also der Haupteinkaufsstraße von Hurghada, ist dann das El Karam El Shami. Das ist ein syrisches Restaurant, was im Großen und Ganzen orientalisches Essen anbietet. Ich habe das Restaurant, glaube ich, auch schon in ein paar Videos gezeigt oder zumindest wie ich dort gegessen habe und für mich ist das einfach so ein Klassiker geworden. Also oft, wenn ich in der Stadt bin, ist das entweder am Anfang oder am Ende so ein Ort, wo ich dann nochmal kurz reinspringe, um mir was zu essen zu holen. Ähnlich wie man sich in Deutschland dann nochmal eben aus Bequemlichkeit einen Döner holt, wenn man halt schon in der Stadt ist und gerade am Laden dran vorbeiläuft. Von außen ist der Laden durch das knallige Orange nicht zu übersehen und spricht mich persönlich auch sehr an. Die Einrichtung im Inneren ist dann sehr orientalisch, genau das erwarte ich aber auch bei einem syrisch oder orientalischen Restaurant. Es gibt außerdem auch eine kleine Spielecke für Kinder, zugegebenermaßen ist die jetzt nicht wirklich groß, aber ich finde es cool, dass es sowas überhaupt gibt, auch wenn die meisten Kinder sich dort wahrscheinlich nur 10, 15 Minuten selbst beschäftigen können, bis es ihnen zu langweilig wird. Aber ich zeige euch gleich noch ein anderes Restaurant, wo es einen größeren Bereich gibt, daher wollte ich den euch hier nicht vorenthalten. Die Speisekarte gibt es hier per QR-Code. Auf jedem Tisch ist so ein Zettel aufgeklebt und den kann man dann mit seinem Handy scannen und dann werden einem die verschiedenen Gerichte online angezeigt. Standardmäßig ist es so, dass die Karte zuerst in Arabisch angezeigt wird. Allerdings kann man die super easy umstellen, indem man oben auf Arabic klickt und dann auf Englisch umstellt. Also es ist kein Hexenwerk. Im Worst Case, wenn man zum Beispiel kein Handy mit Internetzugang hat, dann kann man auch fragen, ob man eine Speisekarte bekommt. Dann bekommt man auch eine in Papierform. Den QR-Code bzw. den Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung, dann könnt ihr selbst dort in die Speisekarte schauen. Ich zeige euch hier nur ein paar Ausschnitte. Die Speisekarte ist dabei etwas kompliziert bzw. chaotisch, denn es fängt mit Säften und Milchshakes an und am Ende kommen dann Softdrinks und Hotdrinks. Also ist irgendwie eine komische Reihenfolge, aber ja, ist halt so. Auch hier habe ich ähnlich wie im Bianco die meisten Gerichte schon bestellt und war auch mit den meisten Sachen zufrieden. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das ein oder andere einfach nicht mein Geschmack ist, aber ich denke, das ist normal. Oft bestelle ich hier Shawarma, ich hatte es ja schon mal erwähnt, dass es ein wenig vergleichbar ist mit Dürüm-Döner in Deutschland. Es ist aber doch was anderes, also kann man irgendwie schwer beschreiben, schmeckt auf jeden Fall super gut. Wenn ich nun mal eben was auf die Hand nehme, also zum Mitnehmen was bestelle, dann wird es also meistens so ein Shawarma-Sandwich. Und wenn ich dort esse, oft das Arabia Meat Meal, was quasi das Sandwich ist, halt nur aufgeschnitten und halt mit Pommes und Mayo dazu. Preislich sind wir hier entweder bei 1,80 Euro, wenn ich es halt to go nehme, oder bei 2,30 Euro, wenn ich vor Ort esse, was für uns Europäer natürlich super günstig ist. Wie gesagt, ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Mein nächstes Restaurant, was ich euch unbedingt vorstellen möchte, ist Boschka. Boschka ist ein Restaurant in El Kausa, direkt neben dem Bowling Center in Hurghada. Das Restaurant bietet hauptsächlich europäische Gerichte an, wie zum Beispiel Steaks, Burger, Pizzen oder auch Fischgerichte. Womit wir auch gleich bei meinem Favoriten sind, nämlich den Pfeffersteaks. Ich war am Anfang sehr skeptisch, ob ich mir das wirklich bestelle, weil ich einfach selten richtig gute Steaks in Ägypten gegessen habe und ich es immer sehr schade finde, wenn man was bestellt und das dann halt nicht die richtige oder erhoffte Qualität hat. Auch beim Thema Pfeffersoße gehen ja bekanntlich die Geschmäcker weit auseinander, aber der Koch dort ist einfach super und da stimmt einfach alles. Ich habe bestimmt schon 10-mal dort Steak gegessen und ich wurde bisher nie enttäuscht. Also ich glaube, den Koch könnte man problemlos in ein deutsches Restaurant packen, um keinem würde es auffallen. Was hier auch sehr krass ist, ist die Tatsache, dass die Preise, seit ich hier bin, nicht einmal erhöht wurden, obwohl ja die Währung knapp 30% ihres Wertes verloren hat. Also ich habe vor 12 Monaten noch für das Pfeffersteak bei einem Wechselkurs von ungefähr 1 zu 19,5, 11 Euro bezahlt. Jetzt zahle ich keine 7 Euro mehr für das Steak, was einfach angesichts der Qualität unfassbar ist. Also das kann man eigentlich gar keinem erzählen. Ich habe in Deutschland schon für das 3- bis 5-fache Steaks gegessen und die waren deutlich schlechter. Neben den Steaks kann man aber auch noch sehr gut Seafood, die Pizzen oder die verschiedenen Chicken-Gerichte bestellen. Also ihr könnt vielleicht auch schon raushören, ich gehe sehr oft auswärts essen. Das liegt einfach daran, dass es hier ähnlich ist wie in Deutschland. Es lohnt sich oft einfach nicht, für sich alleine zu kochen. Bei mir ist es hier so ein 50-50-Ding. Das heißt, ich gehe eigentlich jeden zweiten, jeden dritten Tag essen und koche nicht selbst. Am Wochenende genieße ich es sehr, aber dann selbst zu kochen. Dann habe ich aber auch meistens weniger Stress und dadurch auch wirklich Lust drauf. In der Woche sehe ich das oft eher als lästig an. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das ähnlich machen würdet.
ausgebildet wie ich. Natürlich unter der Voraussetzung, ihr werdet jetzt auch einfach Single, also sprich, ihr müsstet für euch alleine kochen und ihr habt bei den Preisen hier auch euer Gehalt aus Deutschland. Also ich denke, das würden dann viele so machen wie ich, aber vielleicht liege ich da auch völlig falsch. Was auch sehr cool ist, dass die dort eine riesige Spielecke für Kinder haben. Klar, die ist jetzt hier und da ein bisschen in die Jahre gekommen, aber Kinder sehen Dinge ja bekanntlich noch mit ein bisschen anderen Augen. Und generell fällt es hier schon auf, dass in einigen Restaurants was für Kinder geboten wird, ähnlich wie das in meiner Kindheit zum Beispiel bei McDonald's oder Burger King war. Das wurde ja meines Wissens inzwischen auch alles weggespart. Ein kleiner Nachteil des Restaurants ist, dass man abends draußen kaum freie Sitzplätze hat. Denn das Restaurant ist hier sehr beliebt bei Touristen und Einheimischen. In El Causa, also dem Stadtteil, leben nämlich auch viele Auswanderer. Also wer hier nach 19 Uhr hinkommt, um zu Abend zu essen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nur drinnen einen freien Platz bekommen. Als letztes möchte ich euch das Taj bzw. White Elephant vorstellen. Das ist ein indisches Restaurant zusammen mit einem Thai-Restaurant. Ihr bekommt also nach dem Reingehen beide Speisekarten an den Tisch gebracht und dann kann jeder aussuchen, was er möchte. Zugegebenermaßen ist das jetzt keine wirkliche Sensation, aber dennoch finde ich es eine super Idee, gerade weil man ab und zu einfach unentschlossen ist und auch gerade wenn man mit drei, vier Leuten weggeht, nicht jeder am gleichen Tag auf genau das gleiche Hunger hat. In der Speisekarte gibt es aber hier und da auch Überschneidungen. Was ich im indischen Restaurant im Übrigen noch sehr schön finde, ist, dass man sich die Schärfe bei einigen Gerichten aussuchen kann. Wenn ich dorthin gehe, bestelle ich oft die Nummer 21, allerdings mit Reis statt mit Kartoffeln. Kleine Vorwarnung, wenn ihr die Schärfe 10 nehmt, dann könnt ihr euch auch direkt einen Milchshake dazu bestellen, denn den braucht ihr, um die Schärfe so ein bisschen zu neutralisieren. Also ich esse sehr gerne scharf, aber nach einer Zeit brauche ich dann doch so ein bisschen, ja, irgendwas, um den Mund abzukühlen. Das Restaurant bzw. die Restaurants zeichnet ebenfalls aus, dass sie mitten auf der Aldo-Art-Promenade liegen. Also nach dem Essen kann man dort nochmal 20, 30 Minuten entspannten Verdauungsspaziergang machen und die schöne Atmosphäre und die Lichter dort genießen, bevor man sich ins Uber setzt und zum Hotel zurückfährt. Ja, das waren jetzt meine fünf Lieblingsrestaurants hier in Hurghada. Es gibt natürlich noch etliche mehr. Viele gehen auch gerne einmal während des Aufenthalts oder während des Urlaubs nach McDonald's oder KFC, einfach weil sie wissen, was sie dort erwartet und weil sie das mit Shoppen in der Sense Mall verbinden. Aber es gibt tatsächlich auch viele gute und bessere Alternativen. Am Ende sind Geschmäcker hier und da aber auch unterschiedlich. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wo ihr gerne essen geht, wenn ihr mal keine Lust auf das Hotelessen habt. Das ist bestimmt auch für viele Leute, die das Video schauen, interessant. Ja, das war es jetzt mit dem Video und bis zum nächsten Vlog.